Servus meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal der Fliesenleger. Leute, wir sind jetzt vorerst beim letzten Teil und zwar beim siebten Teil unserer Serie Neubau-Badezimmer. Um was geht es heute? Das erzähle ich euch wie immer nach dem Intro. Bleibt dran! So ihr Lieben, ich habe jetzt wieder ein paar Videos geschnitten und ich habe einfach festgestellt, meine Videos sind viel, viel zu lang. Wir machen jetzt ein kurzes Video. Ich will gar nicht lang schnacken, wir fangen an. Siebter Teil, vorerst letzter. Ich bin am überlegen, ob ich noch einen achter Teil. Und das ist einfach nachher das Gesamtergebnis. Weil, ihr seht es hier, die Ablagen fehlen noch. Ich habe das schon in dem vorherigen Teil gesagt. Hier kommen Dekorplatten drauf, quasi diese Fliesen. Die haben wir aber nicht mehr. Die wurden nachbestellt, deswegen fehlt das Ganze. Das hindert uns aber nicht, um jetzt unsere Arbeiten erstmal abzuschließen. Wir müssen natürlich dann irgendwann nochmal kommen, die Ablage kleben und ausfugen. So, Silikon zu spritzen ist da nicht. Silikon hat er gesagt, ganz genau. Darum dreht es sich heute. Wir werden Silikon spritzen. Es ist alles ausgefugt, es ist getrocknet, es ist fertig. Wir können Silikon spritzen. Das Ganze machen wir jetzt. Wir starten hier in der Dusche. Ich stelle die Kamera hier hin und dann fangen wir einfach mal an zu spritzen. Während dem Spritzen erzähle ich. Ich spritze einfach mal die Rinne ein bisschen aus und dann erzähle ich mal ein bisschen. Und dann schauen wir mal, was das Video noch so bringt. So ihr Lieben, bevor wir anfangen zu spritzen, abgezogen, ganz normal Sprühflasche, Klettemittel drin. Benutzt bitte kein Spülwasser, kein Spüli, kein Priel, benutzt Klettemittel. Spüli ist nicht gut. Ich benutze ein Hölzchen, auch da, ich halte mal in die Kamera, auch da scheiden sich die Geister, die Meinungen teilen sich, es gibt viele, die sagen, es ist zulässig, das ist eine runde Fuge. Ich habe damit gelernt, ich spritze damit am besten. Und jetzt spritze ich mit der Würth. Handkartusche, das ist eine Handkartuschenspritze, das ist eine ja, ganz normale Handspritze. Ich wurde auch schon öfter gefragt, warum spritze nicht mit Akku? Ich sage euch ehrlich, wenn ihr eine große Fläche habt, Akkuspritze, schön und gut, aber ich habe mit so einer Handspritze einfach das beste Gefühl. Das hier ist eine sehr hochwertige Spritze, die ist geschmeidig, drücken ist einfach, das ist ganz wichtig. Holt euch keine billige Spritze, investiert wirklich in gute, hochwertige Spritzen und ihr merkt, das Ganze geht euch super von der Hand. Ne? Das ist mein Spritzwerkzeug, Silikontube aufschneiden, Spitze aufschneiden, los geht's. So, bevor wir jetzt anfangen, ich habe die Kamera ein bisschen weitwinkliger gestellt. Ich mache jetzt diese Fugen von Weitem. Dann hole ich die Kamera ran, filme auf den Boden, ihr könnt auf den Boden ein bisschen gucken und dann bei der Nische stelle ich die Kamera näher an die Nische. So, Spitze ist abgeschnitten, ihr seht es hier, ich schneide die leicht schräg ab, nicht zu viel. Ich komme einfach gerade abgeschnitten, besser klar. So, und dann rein. Und mit Gefühl. Drücken und gleichzeitig ziehen. Drücken und gleichzeitig ziehen. Das ist nicht gut, weil das Wasser drauf, da muss da drin bleiben, der Schlauch. So. Da war ein kleiner Kleberknubbel, weg damit. Hier auch. Guckt, dass so was weg ist, weil sonst habt ihr nachher unsaubere Silikonfugen. So, es gibt natürlich diese Schaumstoffwürste, gell? Leute, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe vorher immer versucht, das Bestmögliche und ja, immer zu gucken, dass alles sauber und clean und perfekt ist für Videos. Aber ich sage euch ehrlich, diese Hinterfüllschnur. Ich bin jetzt seit 15 oder 16 Jahren in meinem Beruf. Ich habe noch nicht einen Fliesenleger gesehen, der diese Schnüre benutzt. Gell? Also korrigiert mich bitte, wenn ihr das macht. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Dinger benutzt. Ich habe tatsächlich noch nie gesehen bei einem Fliesenleger. Weder in meiner Ausbildung, seitdem ich ausgelernt bin, nie. Gell? Ist im Prinzip dafür da, dass ihr keine Drei-Flanken-Haftung habt. Drei-Flanken-Haftung bedeutet, diese dritte Flanke ist quasi die Anhaftung nach hinten, zur Rückwand. Ne? Und dadurch ist zu viel Bewegung da drauf und die Silikonfugen halten nicht bzw. reißen ab. Hatte ich aber noch nie Probleme mit. Generell, in jedem Angebot steht drin, Silikonfugen sind Wartungsfugen. Das sind Dehnfugen, Bewegungsfugen, die gehen kaputt. Die müsst ihr zwischendurch einfach mal kontrollieren, wenn die rissig ist, ruft bei der Firma nochmal an, die machen die neu. Gell? Liegt aber in keiner Gewährleistung, das steht in jedem Angebot drin. So, so viel dazu. Wir sind, wie gesagt, ich bin der Meinung, ja, wir sind halt auf der Baustelle, ey. Man muss sich zu helfen wissen. Klar, man kann alles immer hundertprozentig clean und versuchen, bestmöglich echt und nach sämtlichen Regeln konform zu zeigen, aber das ist nicht real, das ist nicht echt, das sage ich euch ehrlich. So, das habe ich jetzt gespritzt, die Wände, ihr habt es gesehen, und jetzt hole ich die Kamera näher. So,
Jetzt gehen wir hin. Ah, ein bisschen Silikon. Zack. Wir müssen das natürlich jetzt direkt ausspritzen, weil wenn wir jetzt einmal anfangen, Klettemittel zu sprühen, dann hält uns nichts mehr. Deswegen spritzen wir den ganzen Duschbereich aus. Zack. So, hier muss man ein bisschen dicker spritzen, weil die Rinne an den Fliesen sitzt, beziehungsweise dieser Grundkörper sitzt immer ein bisschen weiter von der Wand weg, so dass man noch dickere Fliesen noch dahinter kriegt. Dementsprechend muss man immer ein bisschen dicker Silikon spritzen. So, jetzt hier vorne die Fuge noch. Ich habe ja gesagt, ich spritze die mal aus. Dafür muss ich aber einmal eine neue Tube holen, weil ihr seht, hier ist fast leer und die Spitze ein bisschen kleiner schneiden. So, Spitze. Und wie sieht das nicht? Jawohl, jetzt auch. Spitze ist kleiner geschnitten. Jetzt können wir da oben rum ausspritzen, beziehungsweise diese Fuge. Da versuche ich immer relativ genau zu spritzen, weil umso sauberer ihr hier spritzt, desto weniger Arbeit habt ihr natürlich, die Rinne sauber zu halten, gell? Beziehungsweise halt sauber abzuziehen. So sieht das gut aus. So. Hier ist genau der Punkt, wo ich euch gesagt habe, dass ich die Rinne in der Mitte immer ein Stück tiefer setze. Verzeiht mir bitte. Zwischendurch muss man einfach ein bisschen nachspritzen. Das sieht dann natürlich im ersten Moment nicht so sauber aus. So, Rinne ist gespritzt. Jetzt wechsle ich einmal die Spitze. So. Ihr seht natürlich nichts. Wir holen hier diese Spritze und machen die hier drauf. Das ist wieder unsere normale Spritze. Und dann können wir hier die Fuge weiter zuziehen. Wir haben hier aufgehört. So, wir spritzen das jetzt einmal aus, beziehungsweise ziehen das schon mal ab. Wir gehen bis hier an die Ecke. Ziehen das einmal ab und die Nische machen wir nachher zum Schluss. So, jetzt kommen wir mal zum Abziehen. Dafür habe ich eine leere Tube, Spitze drauf gemacht, damit wir das runterhauen können. So, Sprühflasche, schön großzügig drauf sprühen. Übrigens an dieser Stelle, Sprühflasche aus dem Action, super Ding. Kostet nicht viel, die sprüht wunderbar. Ich bin so ein Freund von Zerstäuber. So, ansetzen und sauber abziehen. Zack. Wenn ihr da Silikon auf der Rinne habt, müsst ihr das wegmachen, gell? Das muss sauber sein. Das ist ein Stück Kleber. Und mit dem Finger einmal nachkletten. Super. Hier aus der Ecke natürlich auch raus. Und einmal hoch. Und dann habt ihr diese Seite schon mal sauber. Nochmal schön in die Ecke rein. Zack, dasselbe machen wir jetzt in dieser Ecke. Wieder sprühen. So, und jetzt seht ihr, hängt hier Silikon. Geht da mit der Seite vom Hölz hin. Ihr müsst da ein bisschen Gefühl für kriegen, aber das kommt. So öfter man das macht. Hölzchen immer, so mache ich es immer. Wenn die voll ist, einfach runter damit. Zack und hoch. Ein bisschen nachgehen. Und die Ecke kann man dann mit dem Finger ausbilden. Wunderbar, super schön. So soll das sein. Und jetzt machen wir hier vorne die Fuge. Die ist immer ein bisschen tricky. Da muss man schon ein bisschen sauberer spritzen bzw. abziehen, weil ihr halt automatisch über diese Rinne abzieht, gell? So. A und U ist immer genug Klettemittel. Dann versaut ihr nicht viel. Und dann, wenn ihr was auf der Rinne hängen habt, geht mit dem Hölzchen drüber. Sämtliche Reste müssen da weg, weil das sieht man über die Jahre. Das sieht man erstens direkt und über die Jahre
bildet sich da so Schmodder. Und wenn man da so einen leichten Silikonfilm hat, die kriegt das nie wieder weg. Na, habe ich immer gemacht, da hat ein Maler von uns Silikon ausgespritzt, war eine Katastrophe, war wirklich die reinste Katastrophe. Ihr habt so ein kleiner, hauchfeiner Silikonfilm, ich habe das fast nicht mehr weggekriegt. Mit Silikonentferner, mit allem, war eine Katastrophe. So, gefällt mir dann. Jawohl. Finger nachgehen. Hältchen immer sauber machen. So sieht schön aus. So, jetzt spritzt man die Ecken noch nach oben, ziehen wir noch ab. Ich zeige euch jetzt noch gerade, wenn wir gerade dabei sind, diese noch. Zack, Hölzchen. Und abziehen. Super. Und den Finger nach. Dann habt ihr eine wunderschöne Silikonfuge. Ich zeige euch das aber nachher noch aus der Nähe. So Leute, guckt mal, das Hölzchen, das nutzt sich natürlich ab, gell? Das ist halt nur Holz. Geht hin und macht zwischendurch mal einen Schleifgang, ne? Damit das wieder schön rund wird, weil sonst kriegt ihr ungleichmäßige Fugen. Ne? Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte hier noch ein Stück Schleifpapier liegen. Hatte ich auch, aber das ist weg. Deswegen kann ich so einen Schleifschwamm, der tut es doch. Ne? Schön zwischendurch mal drüber schleifen. Und jetzt machen wir die Nische. Ich habe zum Glück zwei Nischen. Das heißt, in einer Nische spritze ich und rede ein bisschen dabei. Und in der anderen Nische spritze ich nur und ihr guckt zu. Das ist so eine Idee. So, wieder ein bisschen nachgeschliffen. Weiter geht's. So, ich denke, so sieht man alles. Wir gehen hin und setzen in der Ecke an. Stoppen und spritzen von der anderen Seite die Ecke zu. Zack. Ah ja, jetzt habe ich hier ein bisschen weggezogen. So, hier über die Ecke raus. Zack. Hier dasselbe. Zack. Danach könnt ihr entspannen. Dann von oben runter und dann müsst ihr drehen. Gell? So, hier dasselbe wieder von oben raus. Entspannen. Und ob man drüber kommt, schmiert das einfach irgendwo an der Armatur oder so. Das wird eher als abgemacht. Also natürlich nur da, wo. Ihr wisst, das wird abgemacht. So, dann wieder von der Ecke weg. Einmal entspannen und die andere Seite. Bis dagegen. Entspannen. So, also ich spritze immer von zwei Seiten. Hier runter und dann den Rest von oben hoch. So, ein letztes Mal. Diese hier oben in der Ecke. Und zack, raus und entspannen. Fertig. Jetzt gehen wir hin. Legen die Silikonspritze weg, holen unser Hölzchen. Wo ist die Sprühflasche? Die hatte ich doch eben noch. Da ist sie. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. So, hier auch wieder Hölzchen, Sprühflasche, alles da. Schön einsprühen. Und dann hier dasselbe Spiel. Ne? Von der Ecke aus, raus, andere Seite. Raus. Immer aus der Ecke rausgehen. Ne? Die Ecken müsst ihr schön machen. Die Ecken ist das, was in der Nische natürlich relativ anspruchsvoll ist. Hier selber. Von oben runter. Zack. Und einmal drehen. Und von unten hoch. So, jetzt haben wir hier in der Ecke noch ein bisschen Zeug. Das holen wir weg. In alle Richtungen. Und den Rest lassen wir stehen. Da kann man jetzt einmal zack drauf sprühen. Und dann mit dem Finger in die Ecke rein. Bildet das schön aus, die Ecke. Mit dem Finger kriegt ihr immer noch viel gemacht. So, dann dasselbe oben. Raus damit. Von oben wieder in der Ecke ansetzen. In die Richtung. Und jetzt von der Ecke in die Richtung. Zack. Dasselbe wieder in die andere Richtung. Runter. Und von unten nach oben. Und wieder hier die Ecke. Weg damit. Dann wieder mit dem Finger. Euer Finger ist euer Klettewerkzeug. Gell? Damit kriegt ihr die Fugen wirklich schön
geklettert. Zack, nach unten. So ist das gut. Das kann schon so bleiben. Hier in der Fuge immer ein bisschen Silikon noch mal reindrücken. Und dann ist das schon fertig. Ich zeige euch das Ganze gleich aus der Nähe. Wir gehen jetzt erst zu der anderen Nische. I can feel it in my bones. And nothing to ask and more. Got me looking like a clown. Some of all the slides down. Tell me I'll be what I eat. Can't undo that, got my needs. Close the door and kill the sound. Something will always let us down. I can tell that you're a dancer. Throwing your hands in the air, that you answer. When I ask you if you want it, you're a panther. I'm a little too full, boy, you a trans girl. I put on left, right, it just says cancer. I can go change if you want to. I mean no things that you don't though. I won't put a foot on the floor unless I am sure. You just jump head first, hope for an encore. So, Freunde, jetzt habt ihr gesehen, wie Silikon gespritzt wurde. Ich habe jetzt extra versucht, ein bisschen kürzer zu halten diesmal. Ich habe euch das grob erklärt. Wie gesagt, drücken und ziehen gleichmäßig. Ne? Nicht zu viel spritzen. Ich meine, ihr seht, ich spritze auch manchmal noch zu viel. Manchmal rutscht man einfach ab. Das ist normal. Also gar kein Stress. Ist auch normal, dass beim Silikon immer relativ viel wegfließt. Ne? Ich wurde schon oft deswegen gehatet auf Instagram, in irgendwelchen Reels oder sonstiges. Zeigt mir, wie es besser geht, dann ist das für mich auch okay. Endergebnis zählt, egal ob mehr oder weniger Silikon. So, die Sache ist die vergleichen das dann immer mit dem Glaser. Ja, ein Glaser kriegt das ohnehin. Ja, der hat aber auch keine Fugen. Ihr müsst euch immer vorstellen, wir haben Fugen zu füllen. Ein Glaser versiegelt einfach nur. Wir füllen Fugen im Prinzip. Und wir haben noch mehr Fugen in den Fliesen, wo halt im Prinzip immer, wo man quasi hängen bleibt, wo Riffeln entstehen. Also das ist schon, das kann man null miteinander vergleichen. Jetzt, nächsten Schritt, das hier, Schutzfolie ab, einmal einlegen, komplett Boden nachwaschen und dann gibt es ein Endergebnis. So, ihr Lieben, ich habe jetzt einmal nachgewaschen. Jetzt gehen wir hin und legen dieses gute Teil hier ein, in unsere Rinne. Das bedeutet, das sind diese Siphons, die kann man quasi so rausziehen, ne, um das Ganze zu säubern. Das liegt so da drauf. So, und guckt euch jetzt diese Rinne an. Die sieht einfach super aus. Die geht über die gesamte Länge, rundherum mit Silikon gespritzt. Die Ecken schön sauber. Ich denke, man erkennt das. Auch hier hinter. So passt das. Ne? Hier vorne das Stück auch ausgespritzt. Die Fugen hier hoch. Alles sauber ausgespritzt. Hier die Nische. Nischen sind natürlich immer ein bisschen Arbeit. Aber jetzt sieht alles sauber aus. Ich finde es sehr schön harmoniert, alles wunderbar miteinander. Wenn jetzt die Nischen noch fertig sind, jetzt kommt ein Filzputz hier rein. Wenn der Filzputz noch fertig wäre, dann sieht das super aus. Aber ich versuche euch noch mal, wenn das alles fertig ist, auch mit dem Filzputz ein Endergebnisvideo zu zeigen. Hier auch Silikonfuge runtergespritzt, bis in die Ecke, einmal rundherum. Ne? Dasselbe natürlich am Sockel entlang. Und dann haben wir hier alles ausgespritzt. Die Nische. Jawohl, so sieht das schön aus. So, ihr Lieben, in diesem Sinne, Video ist jetzt vorbei. Nochmal kurz und knapp zusammengefasst. Ich will jetzt gar nicht so in die Länge gehen. Wie spritze ich Silikon? Ich verzichte auf eine Hinterfüllschnur, weil ich es einfach nie so gesehen habe, nie gelernt habe. Ich habe es auch noch nie probiert. Ich hatte aber auch noch nie Probleme. Ne? Denkt bitte immer dran, Silikonfugen sind Wartungsfugen. Kontrolliert die regelmäßig, wenn Risse da sind, erneuert die. Gell? Genau, ansonsten spritzen, schön gleichmäßig spritzen, zwischendurch rutscht man mal ab. Mal spritzt man ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Benutzt bitte kein Spüliwasser, die meisten benutzen Spüliwasser. Ist in den meisten Fällen auch noch nichts passiert, aber wenn ihr Klettemittel zur Hand habt oder besorgen könnt, holt Klettemittel. So wie ich das mitbekommen habe, ist da wohl nicht die Seifenlauge drin. Die Seifenlauge ist anscheinend auf Dauer nicht so gut für Silikon. Ob das stimmt, keine Ahnung. Es ist natürlich besser, wenn ihr mit Klettemittel arbeitet. Ne? Und dann besorgt euch Abzieher. Ich, wie gesagt, arbeite hier mit meinem Hölzchen bisher immer am besten gefahren. Das ist einfach von einem Zollstock.
ein Stück abgebrochen, zurecht geschnitzt und geschliffen. Ich habe bisher so immer gelernt, beziehungsweise ich habe es so gelernt und immer so gemacht. Ich fahre damit am besten. Ich habe auch schon etliche Dinger probiert. Ich komme damit nicht klar. Ne? Aber das müsst ihr für euch rausfinden. Nur weil ich so arbeite, heißt das nicht, dass ihr so arbeiten müsst. Gell? Ich sage euch immer nur meine Art zu arbeiten. Wie ihr es nachher macht, ist natürlich vollkommen euch überlassen. In diesem Sinne, schreibt mal gerne unten in die Kommentare, wie euch das Badezimmer gefällt, wie euch das Video gefallen hat. Würdet ihr anders Silikon spritzen? Was gefällt euch nicht so? Alles unten in die Kommentarbox, wie immer. Ich bedanke mich für Zuschauen, jetzt vorerst mit dem letzten Teil. In diesem Sinne, haut rein, lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen, beziehungsweise aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann freue ich mich auf das nächste Video mit euch. Bis dann, euer Fliesenleger. Ciao.